Impfen ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Mit Impfung ist es gelungen, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten fast viele, viele Millionen, Abermillionen Erkrankungen zu verhindern, zu vermeiden, viel Leid und viel Tod auf der Welt. Ich bin gegen so ziemlich alles geimpft, was es gibt an Impfstoff und Erkrankungen, weil ich finde, Impfen ist Fortschritt, ist eine Errungenschaft der Menschheit. Impfen hat viel Leid, viel Tod, viel Krankheit der Menschheit erspart. Bis hierhin. Das ist gut angelegtes Geld. Das ist eine Investition in unsere Zukunft. Deutschland wird weitere 260 Millionen Euro für die internationale Impfkampagne der WHO zur Verfügung stellen, aus eigenem Interesse. Wir haben ein Interesse, ein eigenes daran, dass die Welt geimpft wird. Und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also Impfstoffe, ich bin ja wirklich nicht bekannt als, sagen wir mal, pharmafreundlich. Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich einfach, den zu ignorieren. Jetzt kann man sich darüber beschweren, dass ich mich noch mit ihm auseinandersetzen müsste, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Ich gehöre ja tatsächlich also, habe also beispielsweise in der Krebstherapie habe ich ja die pharmazeutische Industrie sehr heftig kritisiert, dass dort zum Teil Medikamente komplett überteuert sind. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok zu seiner öffentlichen Bekanntheit. So ist es. Und insofern habe ich nicht vor, den durch irgendeine Bemerkung zu adeln. Aber bei der Impfökonomie, die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Und daher brauchen wir hier tatsächlich auch öffentlich finanzierte Forschung. Vielleicht bin ich auch zu kreativ in meinen Gedanken, weiß ich nicht, aber es wird doch so sein irgendwann, dass vor dem Restaurantbesuch da eine Stelle ist, also jetzt nur mal so gedacht, eine Stelle ist vor dem Restaurant, da wird vielleicht das erste Getränk genommen in der kleinen Gruppe, die sind zeitweise bestellt, sodass da nicht eine Riesengruppe ist, Tisch 15, 5 Leute, kommt um 19.15 Uhr, hat vielleicht draußen ein kleines Zelt aufgebaut, macht den Selbsttest unter Aufsicht, kriegt dabei ein Getränk, geht dann rein. Wir haben jetzt deutlich mehr verfügbare Tests, Schnelltests wie seit heute die ersten zugelassenen, auch Selbsttests. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit den Schnelltests, wenn wir sie jetzt Zug um Zug, umso besser sie werden, desto mehr mit einbauen in die Teststrategie, noch zusätzlich in großer Millionenzahl pro Monat Tests werden machen können. Es sind jetzt genug Tests verfügbar. Wir sollten sie nutzen und aus meiner festen Überzeugung haben sie uns auch genutzt und geholfen, in dieser dritten Welle auch sie zu brechen, um deutlich mehr zu testen. Und wir haben jetzt über 15.000 Teststellen in Deutschland, wo im Alltag es für ganz viele dazugehört, sich regelmäßig testen zu lassen. Auch das kann kontrolliert werden und wir werden jetzt darüber sprechen, wie das noch besser kontrolliert werden wird. Kann kontrolliert werden, ist dann schwer, wenn Sie, wie Sie es jetzt erzählt haben, ja auch letztlich keine Unterlagen haben, weil diejenigen, die die Tests durchführen, nicht aufgefordert sind, jede Person da auch namentlich festzuhalten, laut Verordnung. Und ohnehin, das möchte ich hinzufügen, weil, glaube ich, nicht jedem die Größenordnung klar ist, für April und Mai sind jetzt laut Bundesamt für Soziale Sicherung schon, Achtung, 659 Millionen Euro über die kassenärztlichen Vereinigungen an die Testzentren geflossen, ohne dass groß überprüft wurde, ob die abgerechneten Leistungen wirklich erbracht wurden. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe auch eine Frage zu Corona-Tests und ein bisschen Thema Transparenz, weil ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses kürzlich dargelegt hat, dass das RKI, beziehungsweise also ein Abteilungsleiter des RKI, Dr. Heinz Eller, Gesellschafter einer Genexpress GmbH ist, die Standards für PCR-Tests liefert, auch für den Testproduzenten TIB Molbiol arbeitet. Dazu nur zwei kurze Fragen. Können Sie diese Verbindung dorthin bestätigen? Und zum anderen, also ganz allgemein gefragt, bestünde so ein Interessenkonflikt, wenn ein Mitarbeiter aus Ihrem Haus auf dem Feld der Corona-Tests geschäftlich unterwegs ist? Ja. Also zunächst mal muss ich Ihnen gestehen, dass ich nicht voll sprachfähig bin. Ich habe von dem Vorwurf auch gehört, aber tatsächlich habe ich das nicht weiter verfolgt. Das verfolgt unsere Rechtsabteilung. Ich bin noch nicht sprachfähig. Dazu habe ich keine aktuelle Information. Ich weiß nicht, ob das einer... Ne, wahrscheinlich nicht. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Der zweite Aspekt, klar, das geht nicht. Also wir haben ganz klare Compliance-Regeln am Institut. Das ist ja auch einer der Gründe,
ganz klar aus meiner Sicht auch eine Stärke dieses Instituts, dass wir eben nicht keine regulatorischen Aufgaben haben, damit wir in solche Konflikte gar nicht kommen, auch wenn es um Impfstoffzulassung geht oder so. Wir machen ja nur Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis. Ein solcher Interessenkonflikt ist nicht akzeptabel. Und es tut mir leid, dass ich jetzt Ihnen nicht volle Auskunft geben kann, aber wir sind uns dieses Vorwurfs bewusst, wir gehen ihm nach, aber ich habe noch nicht die Lösung dafür. Aber prinzipiell haben wir Compliance-Regeln, die das unmöglich machen, dass sowas passieren sollte. Ja, ganz klar. Wenn wir das umrechnen auf den Testpreis, sind das um die 40 Millionen Tests in 4-6 Wochen. Das finde ich jetzt bei 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine Größenordnung, wo ich eher sagen würde, ich würde mir noch mehr Tests wünschen, die der Einzelne tatsächlich auch wahrnimmt. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Natürlich ist die Inzidenz insgesamt so niedrig, gerade dass wenn Sie 100.000 Menschen testen, es relativ weniger positive Ergebnisse gibt. Null ist sehr unwahrscheinlich, das ist wohl wahr. Es gibt übrigens an vielen Stellen mittlerweile im Moment mehr Falschpositive als tatsächlich positive Ergebnisse, einfach wegen der niedrigen Inzidenz. Und deswegen ist eben das PCR-Nachtesten da so wichtig. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot mehr zu testen, das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch die Delta-Variante bekommen werden. Und diese Variante ist halt in dreierlei Hinsicht problematisch. Sie ist deutlich ansteckender, sie führt zu einem schwereren Verlauf. Und also, sie ist auch zum Teil resistent gegen die Impfungen, somit insbesondere die erste Impfung. Somit das werden wir werden damit im Herbst auch auch noch Probleme bekommen. Aber ich hoffe, dass dann bei uns eben so viele schon doppelt geimpft sein werden, dass es keine so große Welle mehr gibt. Worauf ich Sie auch hinweisen möchte, ist, es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Darum ist ja so wichtig, dass die ganze Welt durchgeimpft wird, weil je mehr Impfschutz auf der ganzen Welt ist, desto geringer ist die Inzidenz und desto weniger Mutationen werden dann auch auftreten. Es kann durchaus sein, dass die Impfungen ohne jeden Lockdown, also wenn wir wieder ganz normal miteinander zusammenleben, dass die Impfungen dann nicht so stark wirken, weil man dann sehr viel stärker exponiert wird. Und wenn dann tatsächlich die Impfwirkung sinkt in dieser Größenordnung, dann hätten wir auch im Herbst ein Problem. Oft sind auch Ärzte indirekt ein Stück weit bestochen, also hier Werbung für diese Präparate zu machen oder diese Krankheiten, also sagen wir mal, dann als Krankheiten anzuerkennen. Und das ist sehr wichtig. Wir müssen insbesondere darauf schauen, dass die Fachgesellschaften der Medizin sich an solchen, also unethischen und nicht ungefährlichen, erfundenen Krankheiten nicht beteiligen noch, indem sie das mit unterstützen. Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja. Das ist fantastisch. Das heißt also, dieser Impfstoff ist wirklich sehr, sehr wirksam. Und dass der Impfstoff von manchen nicht angenommen wird, das hören wir, das ist einfach fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt. Wir brauchen 55-65% der Bürger, die sich impfen lassen, um dort auch insgesamt eine Immunität, eine Herdenimmunität, wie man es ja nennt, zu erreichen. Und fangen wir mit der Herdenimmunität an. Also das Konzept ist ja in manchen Ländern teilweise ansatzweise versucht worden und es ist ja gescheitert. Es gibt niemanden, der sich ernsthaft damit befasst, der das Prinzip der Herdenimmunität weiter verfolgt. Das heißt also, man lässt es laufen in der Hoffnung, dass so und so viele Menschen infiziert werden und dann eine Immunität ausbilden. Obwohl wir so viel testen, und wir testen ja teilweise in der Woche mehr als 1 Million Tests, führen wir durch, das ist ja sehr, sehr viel, steigt die Anzahl der Positiven die ganze Zeit kontinuierlich an. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben.
gerade ja sehr aktuell auch, sind zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, also Einschränkungen von Freiheitsrechten, die Sie bei vollständig Geimpften, die kein Risiko mehr auch für andere oder ein geringeres, deutlich geringeres Risiko für andere sind, dann so eben auch nicht mehr auferlegen können. Und da jetzt einen Weg zu finden, der gleichzeitig auch fair ist und keine spaltende Debatte nach sich zieht. Wir merken das ja alle dieser Tage, das ist sehr emotional. Darum geht es gleich in der Diskussion. Ja, wir wollen es nicht schulterverzögern, es geht hier um Grundrechte. Mhm. Und da gibt es auch nichts irgendwie zu relativieren oder zu verzögern, verschleppen. Es muss gut formuliert sein, es wird abgestimmt, wie sich das gehört in der Bundesregierung, und das wird in den nächsten Wochen passieren. Ich finde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die Helge Braun da ausgesprochen hat, ist ja, dass wir sagen, wer geimpft oder genesen ist, kann bei auch der Einschränkung von Freiheitsrechten, wie wir sie etwa mit der Bundesnotbremse in bestimmten Landkreisen hatten, mit hohem Infektionsgeschehen, nicht genauso belegt werden wie jemand, der nicht geimpft oder genesen ist. Diesen Unterschied gibt es ja jetzt schon. Also wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren, wenn er nicht zur Party eingeladen wird. Und je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein, umso freier können wir wieder leben. Und deshalb meine Bitte an alle, sprechen Sie miteinander, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein, überall, wo Menschen sich kennen und sich vertrauen, und werben Sie für das Impfen, denn wir brauchen einander. Um das nochmal klar zu sagen, diese Impfstoffe, die wir zugelassen haben, sind alle hochwirksam, und ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfen. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen. Alle Menschen, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, und wenn sie dann sterben, sind es Covid-19-Fälle. Das heißt, wir zählen einfach, das Entscheidende ist das Ergebnis des Tests Covid-19. Da wird nicht unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten oder nicht. Ich glaube, dass der Verdacht leider richtig ist. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Krankenhäuser das betrifft, aber es scheint kein Einzelfall zu sein eines einzelnen Hauses, sondern es haben sehr viele Krankenhäuser offenbar, nachdem diese Regelung gekommen ist, ihre Intensivbetten zum Teil abgemeldet. Zunächst einmal wäre es ja absurd, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte gleichstellen würden. Denn also von dem Geimpften geht für Dritte so gut wie keine Gefahr aus, was also Covid angeht. Derweil derjenige, der ungeimpft ist, der gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Und somit könnte man das nicht gleich behandeln. Ich glaube, dass es auch also rechtlich gar nicht möglich wäre. Ich kann ja nicht jemanden, der keine Gefahr für andere darstellt, genauso behandeln wie denjenigen, der eine solche Gefahr darstellt. Das macht weder medizinisch noch rechtlich Sinn, noch epidemiologisch. Denn wenn wir so vorgehen und sagen, naja, die Ungeimpften haben die gleichen Rechte wie die Geimpften, dann hätten wir natürlich eine größere vierte Welle zu erwarten, auch für unsere Kinder im Übrigen. Und das wollte ja niemand verantworten. Also wer stünde dafür? Querdenken, Neudenken, Schnelldenken, auch mutig sein und Dinge in Frage stellen. Bill Gates hat sehr erfolgreich IT revolutioniert, wenn man sich auch an die Anfänge in den 90er Jahren erinnert. Das überträgt er jetzt auch mit Impulsen in der Gesundheit, in der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika, in der Bekämpfung von Krankheiten. Es ist wahnsinnig toll zu sehen, was da gelungen ist, etwa Polio weltweit auszurotten. Und das ist auch was, wovon wir lernen können hier in Deutschland, in unserem Gesundheitswesen. Offen sein für Neues, mutig denken, wenn es um Digitalisierung geht. Denn egal ob in der Gesundheitsversorgung in Afrika oder auch hier bei uns vor Ort, mobile Gesundheits-Apps etwa auf dem Handy können vielen, vielen Millionen Menschen helfen, gesundheitsbewusster zu leben, mit einer Erkrankung umgehen zu können. Also wir können viel lernen von Bill Gates, aber das Entscheidende ist, offen bleiben im Kopf, denn dann ist man eben auch offen für die neuen, für die guten Dinge. Wann würde es zum zweiten Lockdown kommen? Liebe Julia Blochwitz, gar nicht. Es gibt ja genug Punkte, wo man auch Kritik üben kann, weil es ja immer Abwägungen sind. Wir verkünden ja keine Wahrheiten. Zu Risiken und Nebenwirkungen ignorieren Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt, Bankkaufmann oder die Zahnfee auf Bewährung.